Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber es gibt Phasen, in denen die politischen Uhren rückwärts zu gehen scheinen. Unerbittlich zurück in eine Zeit, die sich eigentlich niemand zurückwünschen kann. Und wer die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt, der wird das beklemmende Gefühl nicht los, dass wir in genau so einer Phase heute leben. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wie das enden kann. 75 Jahre nach Beginn des deutschen Vernichtungskrieges gegen die damalige Sowjetunion finden in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze wieder martialische Kriegsübungen mit deutscher Beteiligung statt. Die US-Atomwaffen in Deutschland werden modernisiert, nicht abgebaut, Frau Merkel, modernisiert, Raketenbasen in ganz Osteuropa aufgebaut. Angeblich geht es ja immer nur um Abschreckung, um Putin davon abzuhalten, im Baltikum einzumarschieren. Also ich würde mich wirklich mal dafür interessieren, ob die, die uns diesen Schwachsinn erzählen, auch nur eine Sekunde selber daran glauben. Wer hat denn seine Grenzen in den letzten zwei Jahrzehnten immer weiter nach vorn geschoben? Russland in Richtung NATO oder war es nicht eher umgekehrt? Die USA haben in der Ukraine 5 Milliarden Dollar in einen Regime-Change investiert. Das Ergebnis ist ein zerrissenes Land mit marodierenden faschistischen Banden und ja, die russische Annexion der Krim, die jetzt immer als Beweis für die Aggressivität der russischen Außenpolitik herhalten muss. Und auch die neue Aufrüstungsspirale dient ja angeblich immer nur dazu, den russischen Bären im Zaum zu halten. Ich glaube, eine dummere Begründung kann man sich wirklich nicht ausdenken. Aktuell liegen die Militärausgaben der NATO beim etwa 13-fachen der russischen. Und jetzt brauchen wir noch mehr Aufrüstung, um die Sicherheit in Europa zu gewährleisten. Was ist denn das für ein Irrsinn? Und trotzdem gehörten Sie, Frau Bundeskanzlerin, wieder mal zu den Ersten, die die Umsetzung des 2-Prozent-Ziels angekündigt haben. 2%, das bedeutet 25 Milliarden Euro jedes Jahr mehr für Mordwaffen, für Panzer und für Kriegsgerät. Aber für gute Renten fehlt uns angeblich das Geld und für bessere Bildung erst recht. Was sind denn das für absurde politische Prioritäten, die Sie hier setzen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Der große Außenpolitiker George F. Kennan hat die NATO-Osterweiterung schon Ende der 90er als den verhängnisvollsten Fehler der US-Politik seit der Ära des Kalten Krieges bezeichnet. Eben weil die Einkreisung Russlands den Weltfrieden nicht sichert, sondern gefährdet. Und trotzdem wird das immer weiter vorangetrieben, auch mit Ihrer Unterstützung, Frau Merkel. Wir finden das unverantwortlich. Und Sie haben ja auf Artikel 5 des NATO-Vertrages hingewiesen. Leider haben Sie Artikel 1 nicht erwähnt, der immerhin die NATO-Mitglieder verpflichtet, sich jeglicher Drohung oder Gewaltanwendung zu enthalten. Und ich glaube, es liegt auf der Hand, dass die NATO und allen voran die USA mit ihren völkerrechtswidrigen Kriegen und ihren Drohnenmorden diesen eigenen Vertrag tagtäglich mit Füßen treten. Da hätte ich auch mal von Ihnen ein Wort dazu erwartet. Und ich muss schon sagen, über die Destabilisierung des Nahen Ostens zu reden, so wie Sie es eben getan haben, aber die Hauptverantwortung von NATO-Staaten und den Irakkrieg noch nicht einmal zu erwähnen, also das zeugt nun wirklich von bemerkenswerter Einäugigkeit. Und die Manöver in Osteuropa, die Hochrüstung, die Raketenbasen, die Truppenstationierung, was kann denn Moskau anderes daran sehen als Kriegsvorbereitung? Auf jeden Fall wird so die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit einer militärischen Eskalation mit der Atommacht Russland beträchtlich erhöht. Und der Ernstfall, für den Sie da in Osteuropa so lässig proben und von dem neuerdings in Militärkreisen wieder geredet wird, als wäre er ein kalkulierbares Ereignis. Frau Merkel, ich finde ja interessant, wenn Sie sich mit Herrn Hofreiter unterhalten, aber ich würde doch ganz gut finden, wenn Sie meiner Rede wenigstens etwas Gehör verleihen würden. Nach einem solchen Ernstfall würde es Europa mit seinen über 700 Millionen Einwohnern vielleicht nicht mehr geben. Das Urteil Willy Brandts
dass ein Krieg mit Russland nicht die Ultima Ratio, sondern die Ultima Irratio ist. Das gilt doch heute nicht weniger als in den 70er Jahren. Und deshalb ist es dringend an der Zeit für eine eigenständige europäische Außenpolitik in der Tradition der Entspannungspolitik und natürlich auch für die Ersetzung der US-dominierten NATO durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands. Schon Helmut Schmidt war der Meinung, dass heute mehr Gefahr von den USA als von Russland ausgeht. Und das dürfte nach den US-Präsidentschaftswahlen, wenn im Weißen Haus entweder ein Halbverrückter oder eine Marionette der US-Rüstungslobby regiert, nicht viel anders werden. Aber das Verhältnis zu Russland und die Kriegsgefahr ist leider nicht der einzige Punkt, bei dem die politischen Uhren rückwärts ticken. Und ich muss schon sagen, ich finde es ebenso bezeichnend wie traurig, dass der Teil Ihrer Regierungserklärung, der sich eigentlich mit den Ergebnissen des Europäischen Rates letzte Woche beschäftigen sollte, dass der mal eben von der Tagesordnung abgesetzt wurde. Wegschweigen, aussitzen, bloß nicht über Veränderungen reden. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass das Ihre Schlussfolgerungen aus der aktuellen Krise sind. Der französische Ökonom Piketty hat doch recht, wenn er Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, eine wesentliche Mitverantwortung für den Brexit und auch für zunehmenden Nationalismus andernorts gibt. Ihre ständigen Alleingänge haben den europäischen Zusammenhalt ebenso wenig gestärkt wie die Besserwisserei, mit der die deutsche Regierung versucht, ganz Europa auf die Linie der deutschen Wirtschaftspolitik zu bringen. Halten Sie doch endlich einmal inne und überdenken Sie Ihre Politik, bevor es ganz zu spät ist. Das geeinte Europa, Verständigung und Zusammenarbeit zwischen jahrhundertelang verfeindeten Völkern, ein europäisches Sozialmodell als Alternative zum entfesselten Kapitalismus, das war einmal ein großes, ich würde sagen, ein großartiges Projekt. Es geht längst nicht mehr darum, ob dieses Projekt eine Zukunft hat. Es geht darum, ob es wieder eine Gegenwart bekommt. Denn die europäische Integration hat sich doch längst ins Gegenteil verkehrt, in ein Projekt zur Entfesselung der Märkte und zur Aushebelung der Demokratie, das europaweit die Prekarisierung der Arbeit und den Abbau sozialer Leistungen vorantreibt. Die Wachstumsraten sind heute in den meisten EU-Staaten niedriger und die Arbeitslosigkeit höher als vor Einführung des Binnenmarktes. Und Ländern, in denen jeder zweite Jugendliche keinen Job und keine Perspektive hat, werden mit kaltem Ehrgeiz Kürzungsprogramme diktiert, ein Ehrgeiz, der die EU sofort verlässt, wenn es zum Beispiel darum geht, den Steuertricks von Apple, Google und Co. endlich die Grundlage zu entziehen. Und die haben nun, weiß Gott, für öffentliche Defizite mehr Verantwortung als angeblich generöse Sozialprogramme. Überall in Europa wächst die Ungleichheit. Und zwischen schamlosem Reichtum am oberen und hoffnungsloser Armut am unteren Ende lebt eine schrumpfende, abstiegsgefährdete Mittelschicht, die sich politisch im Stich gelassen fühlt. Und die Zustimmung zur EU, die geht doch nicht deshalb zurück, weil irgendwelche Nationalisten Stimmungen schüren. Die Zustimmung geht zurück, weil die Mehrheit schlicht keinen Grund hat, sich für eine EU zu begeistern, die ihren Wohlstand verringert und ihre demokratischen Rechte aushebelt. Und die agilsten Gegner Europas, die sitzen heute in Brüssel. Es ist ja nicht bekannt, ob Marine Le Pen Herrn Juncker inzwischen für ihre Frexit-Kampagne verpflichtet hat als Mitarbeiter, aber er ist definitiv ihr bester Mann. Die Stimmen in Großbritannien waren kaum ausgezählt, als Herr Juncker noch einmal bekräftigte, dass das Handelsabkommen CETA ohne Zustimmung der Mitgliedstaaten in Kraft gesetzt werden soll. Inzwischen hat die Kommission den Mitgliedstaaten zwar großzügig das Recht zur Ratifizierung eingeräumt, allerdings ist das wieder nur ein Täuschungsmanöver, weil sie das Abkommen ja vorläufig schon in Kraft setzen will. Und ich hätte schon gern von der Bundesregierung gehört, wie sie zu dieser erneuten Unverschämtheit unserer Brüsseler Antidemokraten steht. Und das ist ja nicht alles. Wenige Tage nach dem Brexit entschied die EU-Kommission, das mutmaßlich krebserregende Pflanzengift Glyphosat für weitere anderthalb Jahre zuzulassen. Und das Defizitverfahren gegen Portugal und Spanien soll trotz Krise verschärft werden. Ignoranz gegenüber demokratischen Rechten, Einknicken gegenüber der Wirtschaftslobby und Gleichgültigkeit gegenüber einer perspektivlosen jungen Generation. Also ich finde, deutlicher als mit diesen drei Entscheidungen konnte man in der kurzen Zeit seit dem Brexit wirklich nicht demonstrieren, all das, was die Menschen an der EU abstößt. Und ich denke, wer nicht will, dass Europa endgültig zerfällt,
der muss doch spätestens jetzt auf einen sozialen und demokratischen Neubeginn setzen. Für ein Europa, das die Menschen wieder begeistern kann und in dem Referenden nicht als Bedrohung empfunden werden, sondern als normaler Bestandteil der Demokratie. So ein Europa wollen zumindest wir als Linke, gerade weil wir nicht wollen, dass die Geister der Vergangenheit über unsere Zukunft bestimmen.